und lassen hier alles frei und gucken, dass wir alles töten. Was irgendwie böse ist. Wow. So. Und was droppst du? Eine Kampfaxt. Gut. Jetzt können wir, da die Gitter offen sind, sie auch plündern. In zweien war nämlich was drin. Oder in einem. 7 große Titanitscherben ist jetzt nicht so der Hammer. Oh nein, es war nur in einer etwas drin. Gut, wenn wir hier weiter wollen würden, müssten wir uns jetzt zurückporten. Mache ich aber erstmal nicht. Ich zeige euch den Weg weiter kurz. Dong. Ja, da sind 3 von den Nahkampfgegnern, von den Hüllen in den rostigen Rüstungen. Und da oben ist eine Blitzschmeißerin. So. Mit etwas Geduld kann man die einzeln anlocken. Was sehr schlau ist eigentlich. Und hier hinter in Deckung gehen. Wow. Ja, und jetzt mischt sich auch noch der da ein. Der ist recht lästig. Das ist nämlich der Gegner, den wir da oben vorhin gesehen haben. Au, au. So, jetzt den da noch. Und da müssten wir sie da oben erledigen. Edge, triffst mich nicht. Was, der lebt noch mit nur Leben? So, jetzt ist er tot. So, komm ruhig runter. Au. Ja, da stehe ich gut. Da kann sie nämlich schießen, so viel sie will. Wow. Und ich kann auf sie ballern. Was eigentlich nicht viel bringt. Au. Das ist jetzt sehr schlau von mir. Ich sterbe gleich, wenn ich nicht aufpasse. So. Porten wir uns lieber mal zurück. Das müssen wir jetzt noch mindestens einmal machen. So. Wieder hier runter jumpen. Die Phantome ignorieren wir erst einmal. Sondern wir machen hier das Tor auf. Und müssen schnell rennen. Wow. Gut, hat geklappt. So, jetzt müssen wir ihn ausschalten. Und ja, die Jungs da oben sind beunruhigend, nicht wahr? Warum auch immer mein Speer schon so demoliert ist.
So, von hier aus können wir jetzt an sie ran. So, und sie einfach mal runterstoßen. Ja. Daran habe ich jetzt gerade Spaß. So. Jetzt kommen wir nämlich hier oben erstmal an das rote Wasser. Und ja, die Jungs können wir ignorieren. Wir müssen nämlich hier weiter. Erstmal kurz gucken. Ja, hier könnten wir runterspringen zum regulären Weg. Kann ich euch dann auch gleich zeigen. Wow. Auf dich habe ich vergessen. So. Hurra für Stoß in den Rücken, ja. Voraus, Hinterhalt, Hilfe, Feind voraus, jo. Hier ist wieder so ein Gang. Mit einem. Zwei. Drei Gegnern, diesmal nur. Und wieder ein Feuerspucker am Ende. Ja. Nein, ich muss auch den Heilzauber wechseln, schon wenn ich ihn benutzen will. So. Und wir aktivieren das Ganze hier. Dann kommen jetzt erstmal die Gegner rausgeströmt. Au, und töten uns, wenn wir nicht aufpassen. So, au. Ja, wenn wir nicht aufpassen, tötet der uns. Nein, wir töten ihn. Gut, so viel zu dir. Jetzt können wir uns nämlich in den Zellen umschauen. Ein Einfallspinsel gewürzt. Sicherlich Hurra für irgendwas. Ich dachte schon Hurra für sinnlos. Nichts, nichts. Da ist fünfmal eine Fackel. Ja, verdammt teuer. Also das war wirklich Hurra für sinnlos eigentlich. Und ja, hier lang geht's nicht weiter. So, das heißt, wir können uns hier die Abzweigung mal ansehen und hier mal runterhopsen. Sinnlos? Ja, sinnlos. Weil hier kommen wir auch hin. Genau, wenn wir irgendwo anders drunter hopsen. Jetzt muss ich mal gerade nur überlegen, wo. Ich glaube, da oben irgendwo. Au. Ja. Ich weiß, dass da um die Ecke noch einer sein müsste. Deswegen bin ich etwas vorsichtig. Aha. Und ja, da oben ist halt auch noch der Magier, der verlangsamt. Nein. Ja, der Magier allein schon ist schlimm. Vor allem, weil er wegrollt. Der mit seinem Bogen macht das Ganze nicht besser. So. Schieß ruhig mal. Au.
Ja, nicht vergessen. Die Jungs sind immer noch böse. Lass sie lieber gegen Schild hauen. Und tot. So. Gut, dann können wir hier nämlich an den Loot ran. Ein verwelktes Dämmerungskraut. Und ach ja. Da oben kommen wir übrigens hin, wenn wir durch das Tor durchrennen. Was wir nachher gleich machen werden. Erstmal springe ich aber hier runter. Zeige euch den letzten Ort. Da hinten ist nämlich ein großer. Au. Riese. Schieß. Und weg hier. Na, das ist nicht gut. Das ist besser. So. Am Leuchtfeuer rasten. Das kennen wir ja. Die beiden Phantome wieder ignorieren. Und Beine in die Hand nehmen. Und raus hier. Und dich backstabben. So. Warten, bis das Ding nachgelassen hat. So. Und dich töten. Au. So. Jetzt das Spielchen mit dem Rennen hier nochmal wiederholen. So. Und rein hier. Mhm. Dich loswerden. Bevor du anfängst, genau böse Aua zu machen. Zum Glück können die sich nicht heilen. Schützenposition und dann Hurra für Rache. Ja, weil der da unten noch rumwuselt. Aber der ist uns jetzt gerade sowas von egal. Ich will eigentlich... Genau, hier vorsichtig runter wollte ich eigentlich. Weil genau... Hier ist unsere letzte Hürde. Au. Jetzt muss ich nur vorsichtig sein. Da unten ist nämlich der Magier, der uns verlangsamt. Mhm. Wow, das war knapp. So. Du bist weg. Und da liegt eigentlich noch ein Gegenstand rum, den wir uns holen könnten. Hoffentlich ohne Mr. Big da anzupissen. Das ist immer gut, wenn du das machst. So.